Guten Morgen, Freunde. Heute wollte ich ganz gerne mit euch einmal über die Ferrex-Geräte reden. Und wie man deutlich sehen kann, da hat sich mit der Zeit einiges angesammelt. Man kann es kaum glauben. Alles Geräte, die ich tatsächlich auch nutze, also von A bis Z. Man sieht auch überall Nutzungsspuren. Okay, das ist mein letzter Kauf gewesen, der Akkubohrer. Der ist jetzt ein paar Wochen alt. Habe ich aber auch schon benutzt. Also ist auch richtig stark, das muss man wirklich zugeben. Das Ding hat richtig Power, das geht richtig rein. Also richtig gut. Ja, erstmal wollte ich einmal durchgehen und euch kurz mal zeigen, was da alles so zusammengekommen ist. Das ist einmal der große Ferrex, Rasenmäher ein etwas kleinerer, beide 40 Volt, hat aber nur ein bisschen kleiner im Durchmesser. Den habe ich einfach nur gekauft, weil ich auch Bock und Spaß habe, ein bisschen zu testen, zu probieren. Deswegen sind sie da. Also tatsächlich benötige ich keine zwei, und den dritten von Parkside habe ich auch schon verschenkt an meinen Bruder. Der ist total begeistert. Laubsauger, richtig gut, und Laubbläser habe ich auch schon genutzt im Herbst, richtig gut. Ja, dann der Freischneider, Flex habe ich auch schon benutzt, und man kann es kaum glauben. Also Punkt A, wie dünn der ist, unfassbar. Ja, so. Ich greife einmal da drum herum, Augenblick. Ja, man sieht, das ist total dünn, aber hat richtig Power. Also die bleibt nicht mal eben stehen. Also da ist wirklich Power hinter, mit dem 40 Volt Akku, funktioniert richtig gut. Dann ist da der Schlagschrauber. Als Schlagschrauber taugt das Ding nichts, das muss man ehrlich sagen, da hat er einfach zu wenig Power. Aber als Bohrmaschine ist es doch gut zu gebrauchen, dafür ist er schon stark genug. Ladegerät, ja, Bauleuchte, leuchtet auch richtig lange, das glaubt man nicht, aber 20 Watt Verbrauch, ich müsste mal rechnen, wie lange der Akku mal hält. 20 Volt mal 5 Ampere-Stunden sind 100 Watt, das heißt 5 Stunden würde quasi die Bauleuchte mit einem vollen Akku halten, mit dem großen Akku. Staubsauger auch, kaum zu glauben, aber richtig gut. Ja, also zu Hause, wenn man irgendwo Ecken aussaugen muss oder halt im Auto, richtig gut zu gebrauchen. Und ob man es glaubt auch oder nicht, also wenn wir jetzt einfach mal da reinschauen, ich habe den zuletzt genutzt, als ich im Bad das Silikon gewechselt habe, und das Zeug, das ich quasi rausgeschnitten habe, habe ich einfach damit abgesaugt, ging richtig gut, hätte ich nicht gedacht. Ja, cooles Teil auf jeden Fall. Also wirklich alle Geräte sind auf gutem Niveau. Sicherlich reden wir hier von Geräten, die, ja, sag ich jetzt mal, dreimal weniger als Markengeräte kosten. Aber dafür sind sie wirklich in Ordnung. Wirklich, also dafür sind sie absolut in Ordnung. Funktionieren alle wunderbar, bis auf hier bei den Schlagschrauber. Die Schlagfunktion, die ist, ja, in meinen Augen mangelhaft, also da hat er zu wenig Power, das ist nichts. Alles andere bin ich wirklich sehr zufrieden, weil ich hatte auch andere Geräte mal gehabt, auch von Aldi zum Beispiel eine Flex, 18 Volt glaube ich, die hat nichts getaugt, also wirklich gar nichts, die ist direkt stehen geblieben, hatte keine Power, habe ich verschenkt. Also für Kleinzeug geht's, aber sag mal, sobald du was Größeres schneiden wolltest, taugte das nichts. Ja, wobei diese Geräte sind dagegen richtig gut, obwohl so dünn, man kann es kaum glauben. Ja, ich wollte euch einmal kurz die Geräte zeigen und euch natürlich auch fragen, welches Gerät soll ich euch mal ein bisschen näher nochmal vorstellen. Also wo sagt ihr, boah, das würde ich gerne demnächst kaufen, da habe ich Bock drauf. Roman, könntest du einmal ein Video drüber machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, eine kurze Vorstellung von den Sachen, die man wirklich mit einem Akku betreiben kann. Ich habe mittlerweile zwei Akkus, also da ist einer, ein Ladegerät. Ist tatsächlich doch ein bisschen besser mittlerweile, und trotz dessen muss man wirklich sagen, bevor ich im Haus, ja, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 verschiedene Geräte, hätte ich jetzt 10 verschiedene Akkus, 10 verschiedene Ladegeräte und natürlich auch entsprechend die Kosten mit dazu berechnet. Das ist doch schon einiges. In diesem Fall kann man sagen, boah, hat sich schon gelohnt. Ich habe da auch Bock und Spaß dran, nutze ich sowieso. Ja, also es wird natürlich kaum einer so viele Geräte haben oder so viele Geräte nutzen wie ich. Ja. Ich mache das einfach auch von wegen YouTube, da habe ich auch so ein bisschen Bock drauf und von daher ist es einfach nur Spaß sozusagen. Ne? Ja, von meiner Seite war es das. Ja. Ich möchte natürlich, dass ihr trotzdem so ein bisschen den Umweltgedanken mit da reinfließen lässt. Ne? Ein Akku oder 10 Akkus, das ist natürlich ein Riesenunterschied. 10 verschiedene Ladegeräte, wo du irgendwann mal gar nicht mehr weißt, welches Ladegerät wozu gehört. Ich habe zu Hause schon bestimmt 6, 7 verschiedene Ladegeräte trotz dessen und irgendwann mal ist das einfach nur noch so ein bisschen Chaos, wenn du das nicht jedes Mal mit demselben Akku zusammenlegst. Also das ist natürlich auch ein riesen Mehrwert, den man hat, im Gegenteil zu verschiedenen Marken. Ne? Natürlich bietet nicht nur Ferrex, sondern auch zig andere Anbieter auch ein Akku und viele Geräte dazu an. Ne? Also da gehen sie alle mittlerweile zu über, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Das heißt, wofür man sich letztendlich entscheidet, ist unrelevant. Wichtig ist wirklich, dass man sagt, ich brauche keine 1000 Akkus, mir reichen wirklich nur 2 oder ein Akku für viele Geräte. Ne? Aus Umweltaspekt einmal und einmal auch, um weniger Chaos zu Hause einfach zu haben. Ne? Ja, von meiner Seite war es das. Ich werde jetzt mein Bike nehmen. Jetzt schaue ich gerade den Akku an, das ist natürlich jetzt ein anderes Akku, in diesem Fall von Bosch, und werde eine Runde drehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, falls ihr eine Idee habt, welches Gerät ich als nächstes mal vorstellen soll oder was ich mal probieren soll, sagt mir Bescheid, ich werde das machen. Ich würde sagen, danke für Abos und Likes und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin.